So Leute, willkommen zurück zu YJ. Wir sind hier in der großen Halle und ich möchte gerne mal was ausprobieren. Was ist, wenn ich sie nicht angucke? Oh Gott, fuck, es funktioniert nicht. Töte mich! Bah! Hat sie mich nicht eben gekillt? Hab aus dem Spiel rausgekickt, klickt. War doch so, dass sie mich... Oh, hi! War doch so, dass sie mich dann... Ich war gerade so ein bisschen verwirrt, weil sie mich nicht gekillt hat. Ist ein hübsches Mädchen auf jeden Fall. Ist ein hübsches Mädchen. Ja. Es gibt Gerüchte über ein Labyrinth, das sich angeblich im Untergrund der Schule befinden soll. Muss ich mir wieder fast aufstoßen. Entschuldigung. Aber was für eine Keykarte haben wir jetzt eigentlich bekommen? Schlüssel. Die rote. Die rote Keycard. Wo ist eigentlich der Herr Professor Mr. Hausmeister? Wo ist der? Habe ich den verloren? Gibt's den nicht mehr? Herr, wo ist der? Gut, wenn er nicht da ist, möchte ich ganz gerne etwas probieren. Ist die falsche Richtung gegangen? Egal, ich probiere es trotzdem. Ganz oben sind die roten Türen. Aber ich möchte davor noch etwas ausprobieren. Und zwar habe ich mir die Nummern aufgeschrieben. 1, 5, 8, 10, 12. Oh. Da hinten ist die 1. Umdrehen. Fuck. Also, hier ist die 1. Da müsste auch so ein Krakel... Nee, in 1 war kein Krakel für die drinnen, ne? Also, wenn wir nacheinander die Lichter anmachen. Und jetzt kommt die 5. Ist genau gegenüber, circa. Da, wo das Krakelvieh wirklich drin ist. Irgendwas ist hier komisch, weil... Wo ist Hausmeister, Typi? Wo ist der? Also ich vermisse ihn jetzt nicht wirklich, aber... Hä? Jetzt komme ich hier rein? Das verstehe ich gerade nicht wirklich. Weil hier war beim letzten Mal auf jeden Fall wirklich so ein Geistermädchen, das versucht hat, mich zu killen. Hä, wo ist sie hin? Aber die war wirklich hier drin, Professor. Ich sag's Ihnen doch. Es ist wirklich so gewesen. Oder, weil das Licht da ist, ist sie denn nicht mehr da? In 8 war ich noch nicht drin und 10 und 12 allgemein eh nicht. Ja, dann gehe ich jetzt zur Nummer 8. Ich fühle mich hier gerade wirklich... Was mache ich falsch? Irgendwie fühle ich mich einsam, aber... Irgendwie auch nicht. Sie ist auch nicht mehr da. Okay. Also, ist voll okay. Voll okay ist das. Da ist nichts drin. Boah, ich fühle mich irgendwie... Oh, Dokument. Traum eines Mädchens. Hey, Eunju. Nach meinem Abschluss möchte ich die Welt bereisen. Ich möchte meine Fesseln abwerfen und die große, weite Welt erkunden. Wäre es nicht toll, wenn du mich dabei begleiten könntest? Ich habe die Länder, die ich besuchen möchte, an dem Ort markiert, an dem wir gemeinsam gelernt haben. Sicherlich wirst du sie alle finden, nicht wahr? Ich gebe dir einen Tipp. Das erste Land ist eines, in dem ein König einst als Gott verehrt wurde. Dem toten König zu Ehren wurden dreieckige Paläste erbaut. Der Name des zweiten Landes leitet sich von Silber ab. Es liegt auf der entgegengesetzten Seite von Asien. Und dort werden sie niemals um mich weinen. Scheiße. Das dritte Land liegt in nördlichen Gefilden von Ahornbäumen wachsen. Was? Das dritte Land liegt in nördlichen Gefilden und Ahornbäume wachsen dort. Ich bin so aufgeschmissen. Das vierte Land liegt unter dem Meeresspiegel und seine Bevölkerung ist der Farbe von Koratten zugetan. Unter dem Meeresspiegel und seine Bevölkerung ist der Farbe von Koratten zugetan. Das letzte befindet sich auf dem kleinsten Kontinent der Welt, der einst ein sehr großes Gefängnis war. Oh Gott, scheiße, ich bin so schlecht da drin. Ach du Kacke. Ja.
Natürlich. Habt ihr sonst noch irgendeinen Wunsch? Es war wie ein 8, jetzt kommt die 10. Und dann die 12. Okay. Er ist wirklich nicht da, oder? Nee, er ist nicht da. Okay. Hier ist die 10 und sie scheint auch nicht da zu sein. Easy. Easy. Weil sonst kommt man natürlich ja nicht rein. Ist hier überhaupt irgendwas Tolles? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist was. Bestimmt. Irgendwo versteckt. Also, ich sehe jetzt wirklich nichts. Und es ist so still, ne? Das ist einfach so gruselig. Hier ist die 11. Da war nichts. Und hier ist die 12. Und auch hier ist sie verschwunden. Und auch hier finde ich gerade auf die Schnelle nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Aber Hauptsache, wir waren hier drin, nicht wahr? Aber okay. Nee, hier ist wirklich nichts. Ich habe hier mal geguckt. Da liegt nichts, da liegt auch nichts. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Und auch hier ist der Hausmeister nicht. Habe ich ihn irgendwie kaputt gemacht? Weiß es nicht. Ich habe sie aufgeschlossen. Warum fühle ich mich wieder so richtig unwohl? Da blinkt was. Hier. Da. Kleiner Schlüssel gelb. Ich habe jetzt einen roten und einen gelben. Okay. Was auch immer ich damit machen kann. Ich weiß es nicht wirklich. Stecknadel. Jetzt habe ich schon zwei Stecknadeln. Okay. Hier war sonst nichts. Hier auch nicht. Ich habe wieder so ein komisches Gefühl. Ein mega komisches Gefühl. Oh, sind die Türen jetzt eigentlich offen? Nee, ne? Ich muss die alle aufstehen. Okay, die sind alle offen. Nichts gesagt. Hier liegt was. Okay. Warum kann ich mir das bitte anschauen? Was sagt mir das? Ich kann das nicht lesen von hier. Das weißt du hoffentlich schon. Ich kann das von hier nicht lesen. Aber ich kann das da öffnen. Okay, das ist voll unfair. Ich möchte wissen, was steht. Ich möchte wissen, was da steht. Oh mein Gott. Ich kann immer nicht reden. Das ist komisch. Und warum sind diese Beruhigungspillen eigentlich so mega fett? Ha. Man weiß es nicht. Man muss es einfach so hinnehmen, wie es halt ist. Ne? Ja. Okay. Hier ist noch eine Notiz. Ich muss wieder was trinken. Fettes Glas. Bedeutung des Labyrinths. Über das Labyrinth. Zu Zeiten des antiken Griechenlands beschrieb das Wort Labyrinth ein unterirdisches Gebäude mit langen, gewundenen Gängen. Während der Renaissance traten Labyrinthe in der Form von Irrgärten auf. Die vier großen Labyrinthe der Welt sind das Labyrinth von Ägypten, das kretische Labyrinth, das Labyrinth von Lemnos und das italienische Labyrinth. Es gibt zwei Arten von Labyrinthen. Die erste ist derart gestaltet, dass alle Pfade zum Mittelpunkt führen. In diesem Labyrinth wird jeder Pfad nur einmal beschritten, doch um die Mitte zu erreichen, muss die längstmögliche Distanz zurückgelegt werden. Bei der zweiten Variante sind die Wege verzweigt und der Aufbau sehr komplex, sodass man sich leicht verirren kann. Für diese Art von Labyrinth werden eine gute Erinnerung und ein scharfer Verstand benötigt. Das Labyrinth besitzt viele verschiedene Bedeutungen und Formen, die sich je nach Zeitalter und Region unterscheiden. Ich kriege kaum Luft. Ein bisschen atmen. Eine traditionelle Bedeutung des Labyrinths dreht sich um Ausgrenzung und Gefangenschaft, bei der nur die Würdigen den Ausgang finden. Ich bin würdig auf jeden Fall. Das Erreichen des Mittelpunkts des Labyrinths wird hingegen als Rückkehr in den Mutterleib gedeutet und das Labyrinth repräsentiert hier den Körper der Mutter Natur.
Es sind also die Frauen, die das Labyrinth besitzen und beherrschen, während die Männer den Pfad zur Flucht finden müssen. Oh Gott. Die Kontinuität des Labyrinths repräsentiert die Unsterblichkeit und Ewigkeit. In der östlichen Philosophie bedeutet das, den Kreislauf von Leben und Tod sowie die Regeln des Karmas zu durchbrechen. Aus der Perspektive eines Begräbnisrituals symbolisiert das Labyrinth den Tod und die Wiedergeburt. Das Labyrinth zu betreten bedeutet den Tod und es wieder zu verlassen die Wiedergeburt. In dieser Interpretation kann das Labyrinth als ein Modell der Unterwelt betrachtet werden. Ja, fühlt sich denn gerade genauso unwohl wie ich, hä? Er ist immer noch nicht da. Was ist da los? Hier oben könnte ich jetzt wieder speichern. Ich muss auch noch da unten den Schlüssel irgendwie holen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so, wie ich das machen soll. Was war das für ein Satz? Man weiß es nicht. Man munkelt auch, man munkelt noch. Oh Gott. Oh Mann. Rein da. Mich interessiert... War das schon immer so laut? Eigentlich, was vor allem, das sind Lehrmittelzentrum, Bibliothek und Bibliothek. Hi. Hi, 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 hi. Da liegt was. Eine Stecknadel. Hä, ich habe nicht nur zwei. Ich habe davor schon mal eine gefunden irgendwo. Hä, wollen die mich verarschen? Anscheinend schon. Egal, wenn die es sagen, ne, muss ich das leider hinnehmen. Hier irgendwas drin? Nee. Oh. Ah. Hier kann ich dann ein bisschen gucken, ne? Wegen den Ländern. Ich freue mich nicht. Überhaupt nicht. Es ist so komisch hier in dieser Schule. Warum ist alles so komisch hier? Warum ist eigentlich alles mit Keycards auch, wenn es neues Gebäude ist? Ach, Neugebäude, genau. Mein Gott. Ich werde schon wieder nervös. Merkt ihr das? Ich merke es selber, also müsst ihr es auch merken. Ist hier irgendwas versteckt? Oh, ich will jetzt nicht alles durchsuchen, ne? Oh, Bibliotheksplakette. Oh, das ist kacke, du kommst da nicht ran. Was machen wir denn jetzt? Gegenrennen! Nö. Habe ich gerade den... Oh, ich denke mal, ich höre den Typen, ne? Vielleicht kann ich sie mit einem laminierten Gegenstand öffnen. Was wollt ihr von mir? Was soll ich hier tun? Ach, ich komme hier sonst nicht rein. Was ist das hier? Licht aus, Strom an. Ach, da unten fehlen Sachen. Da steht unter Hochspannung, ich darf es nicht berühren. Ach so, Moment. So. Jetzt haben wir Strom, aber kein Licht. Ist das okay oder ist das nicht okay? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist. Alarmanlage möchte ich ehrlich gesagt nicht anmachen. Mit einem laminierten... Wieso komme ich denn da nicht lang? Hoch. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Auf jeden Fall haben wir jetzt... haben wir jetzt Strom, aber kein Licht. Okay. Und was mache ich jetzt mit dem Strom? Was macht jetzt der Strom? Kann ich mir die Kassette anhören? Vielleicht. Boah, ist doch jetzt mal gut hier. Alter, reg dich mal ab. Boah. Er ist ja gerade nicht hier, ne? Kann ich laufen? Weiß ich nicht. Da ist Licht. Oder muss ich das bei Alarmanlage reinmachen? Nein, dann kommt der böse Typ und bringt mich um, oder?
war böse. Die Alarmanlage wollen wir nicht. Also ich brauche das für den Strom. Okay. Hat irgendjemand das gehört, dass ich gerade die Alarmanlage angemacht habe? Nein? Okay, gut. Danke. Ja, sonst ist überall Strom. Ist das jetzt wirklich nur... Ich meine, Licht. Ist das wirklich jetzt nur für den Raum? Ich dachte gerade, da steht was. Was ist das? Was ist das? Ich hab gar nicht gesehen. Was ist das? Hallo? Okay, es ist anscheinend nicht so wichtig. Okay. Was ist das hier jetzt? Die Alarmanlage. Hey, ich weiß gerade nicht so wirklich, was hier abgeht. Ich höre schon wieder Geflüster. Ich gehe mal wieder nach unten. Ich weiß zwar nicht warum. Aber ich mach's einfach. Und ich bin total unsicher, was ich denn gerade eigentlich gemacht habe. Und was ich machen muss. Keine Ahnung. Ich war jetzt eigentlich fast überall. Mir fehlt noch die gelbe Keycard. Und dafür muss ich eigentlich auch zurück. Warte mal, Karte. Hier brauche ich die gelbe für, ne? Ne, die rote. Aha. Ich habe sie aufgeschlossen, Bitch. Ich habe sogar Licht. Das ist schön. Okay, der Computerraum. Alle beruhigen sich jetzt. Wir sind im Computerraum. Und hier ist was offen. Programme, Accessoires, System, Tools, Windows, Me. Das ist cool. Mein Computer, ja. Das ist dein Computer, alles klar. Hä? Ich weiß gerade nicht, ob wir da irgendwas machen. Ist das ein Faxgerät? Hier, das ist aber nicht angeschlossen. Hä? Was ist hier los? Hä? Was war das jetzt gerade? Es kam aus der Richtung des PCs. Aber, oder ist was? Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Wir haben schon 8 Filzstifte. What the fuck? War nicht so schlecht. Nee, kann man das nicht aufmachen. Jetzt sind doch alle gar nicht angeschlossen. Doch, sie sind angeschlossen. Hä? Oh, bei mir ist gerade die Feuerwehr. Oh. Das ist traurig. Hier ist blau. Was bringt mir denn jetzt der Raum hier? Hä? Ein Bild des Tiernamenplatz in Peking. Okay. Neun Uhr, bitte. Danke. Ja. Das ist die große Frage, was wir hier machen. Ja, der Computerraum. Der Schaltraum. Da unten kamen wir nicht rein. Das ist der Erdkunderaum. Bibliothek 2. Ich bin mir gerade auch leider ziemlich unsicher, wo wir hin müssen. Wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich jetzt zurück? Ich gehe mal erstmal kurz nach unten. Wenn den Strom... Nee, hä? Seitdem, wo ist der Hausmeister hin? Habe ich ihn gelöscht? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, leider. Auf jeden Fall kommen wir da auch nicht durch, weil wir brauchen die blaue Keycard. Ja. Soll ich mal versuchen, zurückzulaufen? Ich versuche es mal, weil wir... Das Gewitter geht gerade voll ab, ne? Schnauze!
das schon tausendmal gehört und trotzdem erschrecke ich mich jedes Mal. Ihr Penner. Vielleicht kann ich auch jetzt nach oben gehen. Wir könnten es mal ausprobieren. Oh, Dokument. Oh, Meerjungfrau. An der John Dye High School befand sich einst ein großer Teich. Oh nein, die Teichgeschichte. Da die Schule so alt war, waren die Fische im Teich sehr groß und unterschieden sich von gewöhnlichen Fischen. Einige sollen sogar die Menschen verstanden haben. Oh, eine Schülerin namens D. sorgte sich um die Fische im Teich. Sie begann, anstelle des Verwalters die Fische zu füttern und den Teich zu reinigen. In jeder freien Stunde fand man sie am Teich. Gerüchten zufolge führten die Fische sogar Kunststückchen für sie auf. Ihre Freundin nannten D die Fischprinzessin. Ach, das ist toll. Dann verliebte sich ein berüchtigter Draufgänger in D. Er stahl und war als jähzornig verschrien. Ach so. Er gestand D seine Liebe, doch wurde eiskalt absolviert. Das verstehe ich, die kennen sich gar nicht. Und beim ersten Gespräch, ja, ich liebe dich. Nee, das geht doch nicht. Das ist immer so richtig dumm. Sein Ego war gekränkt und er beschloss, sich zu rächen, indem er D ununterbrochen gängelte und bedrohte. Alter, was für ein Arsch. Es war nicht leicht für D, doch sie war sich sicher, dass er irgendwann das Interesse verlieren würde und er trug es geduldig. Dann ereignete sich der Unfall. Es regnete in Strömen, als sich der Draufgänger zum Teich begab, um D zu stören, wie immer. D hatte die Nase voll und schrie ihn an, sie in Ruhe zu lassen. Erzürnt schubste er sie. D stürzte und schlug ihren Kopf von einem Felsen auf. Sie starb auf der Stelle. Aus Angst davor, bestraft zu werden, versuchte der Junge, ihre Leiche zu verbergen. Er hackte sie in kleine Stücke und verfütterte sie an die Fische. Auch ihr Blut wurde vom Regen in den Teich gespült. Außer den Fischen wurde niemand Zeuge des grausigen Verbrechens. Ds Verschwinden wurde der Polizei gemeldet und eine Ermittlung wurde eingeleitet. Aufgrund der Aussagen ihrer Freunde konzentrierte die Polizei ihre Ermittlung auf den Teich. Doch sie fanden keine Spur. Kurze Pause. Weiter geht's. Der Fall wurde zu den Akten gelegt. Eine Weile lang geschah nichts. Doch dann verschwand während des Sportunterrichts ein Schüler im Schwimmbecken auf dem Dach. Ein Schwimmbecken auf dem Dach? Okay. Die Schüler, die gesehen hatten, was geschehen war, sagten, es habe gewirkt, als hätte ihn irgendetwas herabgezogen. Selbst nach Leerung des Beckens fand sich keine Spur von ihm. Inmitten dieser Verwirrung tauchte der vermisste Schüler im Teich auf. Sein Körper sah aus, als sei er von Tieren zerfleischt worden. Es war derselbe Junge, der D geärgert hatte. Bald verbreitete sich das Gerücht, dass jeder Nacht, wenn es regnet, eine seltsame Kreatur am Teich oder Schwimmbecken erscheint. Die Schüler, die sie gesehen haben, beschreiben sie auf zwei Arten. Es ist entweder ein Fisch, der wie ein Mensch aussieht, oder ein Mensch, der wie ein Fisch aussieht. Ja, du böser Junge, ne? Wenn man sich mit D anlegt, dann hat man halt Pech. Schlüssel. Okay, ich würde sagen, wir speichern. Gehen den Weg zurück. Ja, weiter weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier. Ach ja, da war ja irgendwas. Warte mal. Ist hier jetzt Strom? Muss ich hier irgendwas tun? Play? Das funktioniert nicht. Ich dachte, wir haben jetzt irgendwie was gemacht, damit es funktioniert und dann boom. Alle glücklich.